So, jetzt schauen wir zu. So habe ich mir das gedacht. Irgendeiner hat die gleiche Frage. Also, das ist sonst keine da. Wenn wir alle 2,4 GHz inzwischen haben. Ja. Der einzige ist die alte vom Dingo. Von Nikolai, die. Also vom Jockel. Und der Lukas, aber der hat sich jetzt aus. Größer 50. 51. 56. Das meinte ich. Hat man da Grip hoch. Ich würde mich jetzt das gerne sehen. Ganz ehrlich, das bin ich ja. Ich will gerne mal ins Trinken drauf, wenn du das jetzt schaffst. In der Sektion reparieren? Ja, nein. Nein, er kann rausnehmen, aber dann. Dass du da jetzt erst einmal Klo hast, wegen. Dann die 20 Sekunden. Funktionsgrenze raus. Der war weiterfahren, aber also? Du musst halt jetzt nach 20 Sekunden erst den Strich machen. Alle 20 Sekunden? Ja, voll. Das geht. Das muss ich abfahren. Nein, noch nicht, aber gleich. Ja, Simic, schau mal. Du. Ja, kannst du einen Strich machen. Rot und blau. Gebrochen. Vielleicht kann man euch ja doch anstecken hier. Gut, wollen wir es schon, weil du kannst nicht bloß bauen. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert, was du baust. Habe ich sie nicht gebraucht. Der Zieg ist schon zweiter Markus dann als Maulteil weggeschmeißen. Kann ich mehr. Was kann ich mehr? Ich habe ihm vielleicht noch Bestellungen eingegangen und wir schon eine Serie gebaut, oder? Boah! Wurde berührt, ne? Na, war aber, also ich möchte nicht sagen, dass das recht viel noch gehabt hat. Ich hab alle gelebt, ne? Hast du? Da kann ich bis auf die Anne, ja. Theoretisch müsste es dich können, wenn du nicht in den Pflanzen hängen bleibst. So wie ich. Ja, die sind nicht mehr recht. Ja, echt. Da hängen hinten, na, oder? Ja, die sind schon zart. Also, du brauchst schon. Da haben wir vorhin extra für dich ein paar Stecken rein. Gegengebaut. Sechs, sieben. Ja, das ist. Oh, so ein Haufenzeug. Ein Federmädchen. Brauchst du dich schon? Bist du schon in der Schule? Nein, aber du übst schon bald. Ja, du kommst bald. Ja. Im September dann? Fahrtrichtungswechsel, oder? Ja, Fahrtrichtung zweimal sogar. Und ich habe schon ein Schulrad, aber kein Konfetti-Schulrad. Sondern ein? Sondern
Ein Blumenschuh. Ein Blumenschuh. Das war super. Meine Mädels haben damals Pferdeschulranzen gehabt. Ich dachte, das ist ein Stein. Einen aus. Am besten wieder. Hallo! Oben drüber geschmissen! No. Also, was macht er, wenn man übers Tor drüber schmeißt? Nicht durchfahren? Nicht durchfahren! Nicht durchfahren! Rotteriert? Wie war das genau? Ja, das ist, weil die hier so oben drüber kippt, mehr oder weniger. Ja, aber das Tor war praktisch im Fahrzeug drin. Ja, freilich. Freilich war er im Tor drin. Blau. Ja, war bin ich, ja. Also wenn jetzt da kurz Wenn du es nicht schaffst, dann bist du der Erste, der es geschafft hat. Mir was? Da hängen zu bleiben. So. Blau berührt. Tut nicht weh, aber nervt. Sektion 3. Ich kann nicht rein.
Also so viele Probleme sehe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Also, ja, rot berührt. Hier riecht es nach Strom. Ja, schön. Wieso warst du früher in die Werbung für BB? Tja, weil da jemand mir ein geiles BEC gebastelt hat. Mit Bums? Das Bums so, das glaubst du gar nicht. Wir müssen euren Parcours genau andersrum einlegen. Man muss immer gegen Sonne filmen. Das nächste Mal werden wir sonst. Weiß man ja nicht, vielleicht müssen wir ja umziehen. Ja. Jetzt hol mich durch, erst einmal du da durch. Ja, ja. Ja, ich werde rot eh dabei. Aber? Machen wir jetzt mal. Fahren wir gleich runter? Alle. War keine Angst, sagt, gell? Oder? Ersten Gang einlegen und Automatik langsam kommen lassen. Ja, genau. Ich habe momentan das Problem, ich muss. Die Funke, warum die auch immer piepst. Die muss mich jetzt wieder umgewohnen, weil es für mein Auto ist. Die Spannung runter? Die Spannung unten? Nein, die ist voll da. Ja, dass ich ein Problem habe mit der. Nicht, dass ich wüsste. Dann 3 ist irgendwo da hinten. Das Monster mit der Riesen. Da nicht nur ein riesen Stolzstein. Oh. Oh. Du hast das auf Film, oder? Ja. Ich hab so auf Film, dass er die Rose nicht gehabt hat. Oh, das ist blau. Aber es ist ein durchaus, durchaus akzeptables Ergebnis. Das ist die Frage, ne?
Das muss auch sein. Komm. Was soll ich denn hier? Ja, mein Problem ist jetzt, jetzt kommt mein Überhang zum Spielen. Ich kann da nicht rüber. Ich muss gerne laufen. Ja, sauber. Ja, und dann kommt da vorne der Beton. Also ich habe ihn da nicht umgeschmissen. Du war der erste Fahrtrichtungswechsel, ich glaube nicht. Du an der Stelle habe ich auch was eingebraucht. An der Stelle habe ich auch was eingebraucht. Wir zwei holen ein Bier. Aber wir holen bloß ein Bier. Das kommt geschützt. Papa. Ja, ja. Was hat's, hast du dabei? Ja, ja. Hast du nur auf einmal mehr Federweg. Das habe ich erst später gefahren. Jetzt kommt es Richtung Vordachs. Das ist recht breit. Ja. Bleib oben. Ich würde sagen, runter kommen wir von alleine, aber jetzt kommen wir nicht runter. Also. Nein, jetzt gibt's ja nicht, oder? Vorher, ich bin so angefahren und da auch schnell gerutscht. Und da, dann und da habe ich auch Schiss gekriegt, aber das ist anders. Und auf. Hinten oben hast du noch ein Tor. Da war irgendwas beim Rumfahren. Ne, da war das. Da beim Hochfahren. Wenn wir nicht hochkommen. Also, wenn wir nicht mehr hochkommen. Die Vorderachse war oben, da hat aber keinen Druck mehr gehabt. Die war schon fast in der Luft. Und die Hinterachse, die hat das Graben. Das sind da so schöne Löcher mittlerweile. Ich weiß, dass ich das. Wenn ganz links hat der Regen so ein Gras bisschen eingekackelt. Dann habe ich zweiten Gang rein, ich gebe ihm Vollgas. Dann habe ich noch mehr Graben und auf einmal macht er Fuck, Satz. Und dann bin ich drüben im Tor gewesen, zur Stange gebrochen. Blau, überfahren. Stange unten unterm Auto gewesen. Also, was bewegt sich echt? Gerade, aber so. Okay, du weißt halt. Das ist ein
Ich glaube, ja, leck mal am Arsch, kümmert sich da nicht um mich. Du weißt, dass bei der 2-Achse 20 gedreht, ja? 2. Ich mein 2, ja. Du hast gestern abgeworfen. Den hast du nicht mitgenommen. Warum? Der andere kommt gleich. Die Gründe hat einer nicht frei. Ja, das brauche ich wieder mal. Was willst du, war das Stille? Lass mal was du. Das riecht so einfach nach dem Regen hier. Wo hast du das mit Reifen drauf? Vielleicht hat schon eine Sommerreifen mal runter machen. Gestern wunderbar aufgegangen, gell? Er ist aber gerade abgegangen. Dann schmiert er bloß noch, dann fällt er nicht mehr um, dann schmiert er bloß. Ganz so schmal ist er dann auch nicht. Ne? Ja, aber das da hinten ist so. Ja.
Ja, er fordert auch immer. Aber wahrscheinlich muss das so sein. Ja, das ist das schon fast fertig. Heute Nachtschuss machen wir raus. Herr Kniffke, ich soll mich nicht zusammenfahren. Nico, Vorsicht, nicht in die Sektion mit den Neifern. Sonst gibt es. Ja gut, ich hätte 120 und können, ne? Aber hier schafft er nicht viel. Hat Vorteil, ist der Vorteil. Ein Dreierpunkt, wie der Führung kommt jetzt. Lass doch nicht selber abschauen. Haben wir einen Wertungsrichter für 1? Ja, wenn du da noch fährst, dann kann ich ja das nicht. Richte dich! Weg, nicht da aufbleiben. Und kontinuierlich durchfahren. Nicht aufhören, wieder da aufzufahren. Was ist denn richtig jetzt Zeit? Beweisen. Kannst du sofort grafisch beweisen, du musst den kriegen. Ne? Fahr einfach nochmal runter und wieder rauf. Na, also runter ist es. Angst. Angst da. Angst ist nie sie auf. Berge, oder? Nein. Das ist aber so zum Sattelfahren von mir eh nicht. Ja,
Sattel mit. Warum? Weil er dann leer ist. Nur einer macht es an. Aber Skibad hast du. Gut, dass ich ihn gekauft habe. Achso? Nein. Gut, hast du ihn gekauft. Okay. Den habe ich so weit jetzt vom Fahrgestößen gestoßen und das hinten aufgehoben und so. Mehr, mal schauen, ob wir das mit Ding auch schafft, mit aufliegen. Man merkt, das ist halt gut. Oh Mann, Unser Show and Shine Präsident, ja, heute wäre es eine Horrorveranstaltung gewesen. Ne? Der Heilimann, unser Show and Shine Präsident. Da müsste ich polieren mein Auto, wenn ich einmal durch den Dreck fahren. Ich hab dir vor allem Hilux auch drauf, ziemlich gut. Also, du sagst, bin ich jetzt die Kunde treffen. Einiges. Einiges. Du kriegst halt die 8 Euro und 2,6 Euro. Das sind aber Traktorreifen. Das ist scheißegal. Meine nicht mehr, meine sind beschnitten. Das sind Mützeglatze, original Russenreifen. Ja, ja. Gas, Gas! Das ist mir durchs Tor gefallen, merkst du? Ja. Papa, er ist gar nicht umgefallen. Der Holz ist heute so verschmiert, dass es halt schön freigeht. So schleift dann das rote Tor an. Wenn der Asche drüber kommt, dann muss man ihn werfen. Ich bin aber dann durchsetzen, ne? Ja, mit dem Zweier. Nützt der Schwung auch was, ne? Aber jetzt wird's eng. Jetzt wird's. Der hängt da mit der. Ah, der Schwerpunkt. Der Eine andere Sektion.
Ja, vor mal gleich auch nicht. Über die Lasst dann so viel überblühen. Aber die war doch jetzt berühren wir nicht nochmal. Und er kippt nicht schön. Ja, ich einfach einen Kader. Ich kenne beide von früher. Was auch? Ich glaube, wir müssen noch ein Motorgross und einen Kader. Seitdem wo wir relativ wenig. Ich meine, hätte ich eigentlich noch. Aber da möchte ich nicht zu viel rein, aber du hast einen Batz drauf gekriegt. Ja, das Gewischen ist so. Oh, ich glaube, das Gewischen ist ganz die Traktionssteigerung. Traktionssteigerung. Weißt du, wie der dann auffällt? Komm, der fährt dann auf. Ohne Kram. Der fährt einfach auf. Das ist so der lange Radstand, dafür ist halt mit den engen Kurven ist halt. Ja. Müssen wir nicht, dass du schnell weg bist? Hast du Allergie oder was? Auch. Gegen? Eigentlich nur die Frühblüher, aber irgendwas habe ich. Wieder was von meinem Zauber? Jeder will nicht. Blau berührt. Beschädigung, was du da machst. Ja, das ist sehr lustig. Das ist grün und rechts. Wie viele Stunden ich da ausgejätet habe vor dem Laufen. Wenn man fahrt, ist wurscht. Vorwärts oder rückwärts? Ja, die rote Torstange muss immer in Fahrtrichtung rechts sein. Aha, okay. Jetzt fährt er rückwärts, also links fährt er rechts. Die ist voll verringert, oder? Oh. Das ist der Ruf, wenn es groß ist. Ich fahr weg. Er kommt da hoch. Ich fahr da nicht so. Ja, Respekt. Hat er mal das XC gekippt? Ja.
Michi, kannst du nochmal? Hängt ihr am Stuhl? Ja. Mach dich gut. Du probierst den. Ich bin runtergeflogen, gell? Bei mir schon. Oh. Das wusste ich jetzt nicht, aber vielleicht könntest du mir noch mal ein paar Details erklären. Nein! Gut, das habe ich auch gehabt. Das ist geht ja da halt ein bisschen weg. Ich habe einfach die Trimmung falsch programmiert. Ich habe versucht, dass ich keine Kraft, also nicht überlenke. Und dann geht er nicht ganz um. Und dann musst du überlenken, dann drückt es so schnell. Bin ich halt immer so dran, dass ich so leid bin. Ich werde nicht vorstellen. Oh, bist du noch durch? Ach nein, passt schon, ich hab's gesehen. Am längsten nicht. Nein, ich brauche nicht mehr. Ich schäbe es, wenn es jetzt im Profil hängen bleibt und das Video da und dann der Reifen abschmiert. Dabei ist nicht schauen, dass ich auch nicht finde. Ich bin aber schlechter Laune, weil ich schlecht fahre. Macht nichts, XTs brauchen auch eine Chance. Nur ja nicht für die Olli. Ich bin ja nicht wieder. Genau, weil das war ja nicht ich. Das war ich wie anders. Und dann also irgendwie das sowieso kommt. Ja, haben Sie die. Und was das Schlimme ist, diesmal wieder haben sie selber betoniert. Oh, nicht so läppert. Nein, wir Burschen, da haben wir. Wir packen. Wie? Ja, wir müssen noch weiter. Der Garmisch ist express nach Horn schon. Nein, erst nach Burghausen. Nach Burghausen? Was willst du denn da? Zu meiner Mama. Oh mein Gott, kommst du aus Burghausen, ans Kind. Ist so. Pass auf, noch gleich mache ich so. Und was du scheißt. Da kippt die gleich um. Ja, das brauchst du mal. Das macht er noch. Das kann ich ohne euch. Also. Ja, gut, und dann kommst du rein, gell? Ciao, gute Fahrt. Wir hören. Also der Blut haben wir zweimal geschmissen, wir schauen uns das leiser an. Das ist einfach der scheiß Radstand. Ich bin mal schnell da. Der scheiß Radstand ist aber anderweitig wieder ganz gut. Ja, ja, aber an der Stelle ist er rot gerührt. Das.